sagen, gut, in die positive Richtung. Es hat sich positiv gut verändert. Es ist sehr vielseitig, vielfältig. Ist nicht mehr spezifisch, alles muss Gangster sein oder alles muss so sein. Es gab so bestimmte Äras, da lief nur sowas wie Blumentopf oder dann war nur Hamburg oder nur dieses Spit-Ding und dann kam dieses Gangster-Ding, hat alles übernommen und dann kam wieder ein bisschen was anderes. Jetzt funktioniert, finde ich, alles. Alles kann, alles geht. Jeder kann mit jedem Musik machen. Ich finde, es sollte keine Grenze mehr da geben. West-Berlin. Im Westen auf jeden Fall. Ich habe dieses ganze Thema auf dem Schirm, aber ich sag mal, alles Schlechte bringt auch irgendwie was Gutes. Und dass die AfD am Start ist, zeigt auch irgendwie, dass das auch existiert, dass das nicht so unter dem Teppich läuft und dass die Leute ein bisschen wach werden und dass dann auch dann gegen Sachen, also dass die Leute stärker da gegenkämpfen und so. Und wie gesagt, alles hat das, was Gutes und was Schlechtes. Also AfD ist nicht ganz so abgefuckt. Ist okay, dass man seine Meinung hier äußern darf, aber ich bin auf jeden Fall nicht Fan von deren Sachen so. Ja, die Auswahl ist nicht gerade groß und ja, ich weiß nicht, ich glaube, weiß nicht, wenn, dann ist es Schwester Eva, das ist einfach pur, so, da ist nicht viel und wenn, früher waren dann eben zu viel Battle-Rap-Frauen am Start und das dann kommt dann ein bisschen so männlich rüber, ist nicht so sexy, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, da muss noch mehr passieren so. Aber da gibt es auch, glaube ich, diese Unique, die ist cool so. Die ist cool auf jeden Fall. Ja, da fehlt noch ein bisschen mehr Vielfalt. Mehr Vielfalt, mehr Mädchen, mehr Frauen, verschiedene Sachen, dann glaube ich, funktioniert das auch. Oh, das ist mein ganzes Leben. Also seit ich hier bin. Seit ich hier bin, immer irgendwie. Und da waren auch natürlich ab und zu mal auch ein paar coole Bullen dabei. Aber dann schmeißt man einfach die. Wie sagt man das? Die Rassistenkarte. Sorry, ist nur manchmal so. Man hat nicht Bock auf Bullen mit denen zu quatschen oder sich durchsuchen zu lassen, sondern dann haut man gleich raus, du bist ein Nazi, deswegen machst du das. Aber doch, ich schon oft Probleme gehabt. Früher mehr, aber jetzt, ich glaube, die hören uns alle ab und wissen im Endeffekt, was wir so machen, wo wir sind. Deswegen, ja.